235 Schulen und somit 235 Schuljurys. Über 3000 Teilnehmer aus 287 Klassen. 16 Jurymitglieder, die heute alle da sind. Viele Ehrengäste. Und das alles für denselben Preis. Leider konnten heute zwei Autorinnen nicht nach Leipzig kommen. Wir begrüßen aber sehr herzlich, Oriane Charpentier und Valérie Dell. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il est temps à présent d'ouvrir officiellement cette cérémonie et nous sommes heureux d'appeler sur scène Monsieur Philippe Etienne, ambassadeur de France en Allemagne. Cher Monsieur le Député, sehr geehrter Herr Kühner, sehr geehrte Frau Sanadogo, sehr geehrter Herr Rahn, sehr geehrte Frau Dr. Goldfuß, sehr geehrter Herr Dr. Schmidt, sehr geehrte Frau Professor Neverding, sehr geehrter Herr Funke, ja, sehr geehrte Frau Reck, Mesdames et Messieurs les organisateurs, j'espère que je n'ai oublié personne, chers auteurs, chers professeurs, chers élèves, j'ai en effet le plaisir et l'honneur d'ouvrir aujourd'hui la cérémonie de remise du prix des lycéens allemands. Parmi les projets éducatifs que nous menons pour promouvoir le français auprès du public scolaire, celui-ci illustre avec éclat les excellentes relations de notre réseau avec les autorités éducatives allemandes, les professeurs de français et des partenaires fidèles et très engagés comme les éditions Klett et les éditeurs français de littérature jeunesse. Je salue l'implication de ces acteurs, ainsi que celle des plus de 3000 élèves participant au prix cette année. Je vous félicite, chers élèves, pour vos compétences linguistiques et littéraires, pour votre capacité d'ouverture. Tout ce travail, vous l'avez fait en français. Alors, à mon tour, je souhaite m'adresser à vous en allemand. Ich möchte mich zunächst ganz herzlich bei unseren bewährten Partnern bedanken. In erster Linie bei den Kultus- und Bildungsministerien. Mein besonderer Dank gilt dem Klett-Sprachenverlag, der schon seit vielen Jahren ein wichtiger Partner der französischen Botschaft ist und mit großem Engagement für die Verbreitung französischsprachiger Literatur in Deutschland eintritt. Außerdem stiftet Klett das Preisgeld für den Gewinner. Ebenfalls möchte ich der Leipziger Buchmesse danken. Dafür könnte man sich keinen besseren Ort vorstellen als diese großartige Messe, die ein wichtiger Treffpunkt für alle Literaturbegeisterten ist. Ich möchte auch ÖDF Deutschland danken, die den Literaturpreis nun schon zum vierten Mal unterstützt. Meine Damen und Herren, ich möchte nun meine ganze Dankbarkeit und volle Anerkennung für die bewundernswerte Arbeit ausdrücken, die Sie, verehrte Lehrerinnen und Lehrer, jeden Tag leisten. Ihr Engagement für den Prix des Lycéens Allemands ermöglicht den Schülern einen direkten Zugang zur aktuellen französischen Jugendliteratur. Sie setzten sich intensiv mit den Romanen auseinander und vermitteln den Schülern wichtige Techniken für die Literaturanalyse. Im Rahmen der Debatten, die Sie organisieren, fördern Sie die Ausdrucksfähigkeiten der Schülerinnen und der Schüler. Dieses Projekt ist ein sehr schöner Beitrag für die Heranführung junger Menschen an ihre staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten und an das Prinzip Demokratie.
Die Schüler, die Schülerinnen hören sich zu, argumentieren, vertreten ihre Klasse, ihr Bundesland und sie wählen. Auch bei den Schülerinnen und den Schülern möchte ich mich bedanken, die in diesem Jahr besonders große Motivation gezeigt haben. Die Autoren wurden an den Schulen in ganz Deutschland herzlich empfangen und regelrecht mit Fragen überschüttet. Selbst nach der Tournee haben sie noch viele Fragen von Ihnen per E-Mail bekommen. Durch diesen direkten Austausch mit den Autoren konnte das Interesse an den Romanen und der Spaß am Lesen geweckt werden. Sie haben sich mit aktuellen gesellschaftlichen Themen auseinandergesetzt, mit psychologischen Entwicklungen und mit dem Einfluss, den die Literatur auf das echte Leben haben kann. Die Hauptfigur in Au moins un zum Beispiel arbeitet in einem Callcenter und findet in einem Gedicht von Guillaume Apollinaire einen Ausweg aus den unpersönlichen Arbeitsverhältnissen. Die Poesie von Apollinaire ist auch für das Soldatenkind Conan in Une arme dans la tête das Tor zur Freiheit. Der Roman gab Anlass zur Reflexion über die aktuelle Flüchtlingsproblematik. Er beschreibt das Leben eines Flüchtlings in Frankreich und dessen Versuch, die gewaltsame Vergangenheit zu vergessen. Après la vague thematisiert ebenso ein persönliches Schicksal, das von Maxime, dessen Schwester während des Tsunami 2004 vor seinen eigenen Augen von der Welle mitgerissen wurde. Das Buch befasst sich mit der Überwindung des Traumas. Im letzten Roman, Ce cahier est pour toi, lassen sich Realität und Fiktion nicht klar unterscheiden. Die Erzählerin leidet an Alzheimer und verfasst ein Tagebuch, in dem sie ihre erlebte Wirklichkeit zusammen mit erfundenen Geschichten aufschreibt. Die vier Romane des diesjährigen Prix des Lycéens behandeln komplexe und schwierige Themen. Dass Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, auf Französisch darüber debattiert haben, ist eine große Leistung und ein Zeichen für Ihr Interesse an der französischen Kultur. Die deutsch-französische Partnerschaft wäre nicht das, was sie heute ist, wenn sich die Bürgerinnen und Bürger nicht tagtäglich dafür stark machen würden. Und daran haben Sie einen großen Anteil, liebe Lehrerinnen und Lehrer, indem Sie immer wieder Austauschbegegnungen in Deutschland und Frankreich organisieren. Und auch Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, die mit Neugier und Offenheit an diesen Begegnungen teilnehmen. Sie alle leisten einen entscheidenden Beitrag zur Pflege und Bereicherung unseres gemeinsamen Kulturguts. Und ich kann Sie nur dazu ermutigen, sich immer weiter zu öffnen, weiterhin französischsprachige Autoren zu lesen und die französische Kultur in all ihren Facetten zu entdecken. Wie sagte Louis Aragon so schön, la littérature est une affaire sérieuse pour un pays. Elle est au bout du compte son visage. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Moi, je suis Annalena, je viens d'Erfurt, alors je suis la représentante de l'étrange. Je m'appelle Tekla et j'habite à Potsdam, ça veut dire que je suis la représentante de la langue de Brandenburg. Bonjour tout le monde, je suis Manuel Hirsch, je représente la Bavière et je vais au lycée à Donauwörth. Moi je m'appelle Lisa et je suis la déléguée de Hambourg. Bonjour, je m'appelle Louise et je
la déléguée de Schleswig-Holstein. Bonjour, je m'appelle Nina et je suis la déléguée et la représentante du Rhénanie du Nord-Westphalie et je viens de Düsseldorf et voilà, j'ai 17 ans. Bonjour, je m'appelle Klaus Brandt, je viens de Heidelberg et je suis le délégué du Land Bade-Württemberg. Bonjour, je m'appelle Paula, je viens de Berlin et... Bonjour tout le monde, moi c'est Rosalie et je représente la Basse-Saxe et j'ai 15 ans. J'ai 17 ans et je suis la représentante de l'AS. Bonjour à tous, je m'appelle Verena et je viens de Rostock, donc je représente la Mecklenburg-Vorpommern. Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 14 ans et je représente la Rhénanie-Palatinat. Bonjour, je suis Fanny et je représente le Saxe-Anhalt et je vis à la Latina. Bonjour, je m'appelle Francisca et je viens de Lazare. Merci beaucoup à vous tous. On va vous retrouver tout au long de la cérémonie pour présenter les livres dans un instant. Mais pour l'heure, nous nous réjouissons d'accueillir sur la tribune M. Pierre-Yves Le Borgne, député à l'Assemblée nationale. Monsieur l'ambassadeur, mesdames les auteurs, mesdames et messieurs, et professeurs et surtout chers élèves, c'est pour moi un honneur d'être parmi vous aujourd'hui à Leipzig. Je connais le prix des lycéens depuis 4 ans. J'ai assisté tout au bout de la salle à Hanovre en 2012 à la finale de Basse-Saxe et j'avais été enthousiasmé, touché, ému par la volonté des élèves de débattre, de porter loin le livre de leur cœur. L'exercice de conviction m'avait beaucoup touché. Et l'exercice démocratique aussi, quand il s'était agi de choisir à la fois le livre et le, en l'occurrence là-bas, la déléguée pour venir ici à Leipzig. De sorte que je m'étais dit qu'un jour, moi aussi, je viendrai à Leipzig pour assister à votre finale nationale. Il m'arrive de repenser à mes lointaines années de jeunesse en France et de me dire que j'aurais bien aimé en France avoir ça, pouvoir débattre en allemand, littéralement. Avec les auteurs, et ainsi d'envoyer un message plus large au-delà d'une salle à l'ensemble de la jeunesse. J'admire profondément le prix des lycéens. Je suis impressionné d'imaginer que 3000 élèves y ont pris partie cette année. Autour de moi, ici sur la scène, on retrouve les 16 Länder. Tout ça est incroyablement inspirant et mérite, je crois, que nous en parlions en tout cas, y compris dans la sphère politique et parlementaire qui est la mienne, et de retour à Paris la semaine prochaine, j'en parlerai aux 90 députés français qui appartiennent au groupe d'amitié France-Allemagne. Chers élèves, comme je l'ai dit à Düsseldorf, puisque j'ai assisté au prix en Rhénanie du Nord-Westphalie il y a quelques semaines, quand on aime les livres, c'est pour la vie. La passion des livres, elle vient à travers vos enseignants, à travers vos parents, vos amis, et quand on accroche un livre, c'est pour tout le reste de la vie. On aime palper un livre, on aime sentir l'odeur des livres, on aime se promener dans les bibliothèques, on aime rencontrer les auteurs des livres, et peut-être qu'un jour on aimera devenir soi-même un auteur. C'est le message que je peux vous envoyer. Vous êtes jeune, vous êtes adolescent, bientôt vous serez étudiant. Les livres vous accompagneront. Ouvrir un livre et rentrer dans une fiction, c'est s'imaginer soi-même pour plus tard aussi. C'est porter des valeurs. C'est construire une bonne part de l'Europe. Derrière les livres, il y a également la paix. Et ce travail-là que vous faites avec passion dans la langue française est une chose qui est un message pour nous tous, y compris peut-être et même d'abord pour nous, Français, vous, jeunes Allemands.
Voilà ce que je voulais vous dire ici aujourd'hui, hein, en vous remerciant d'avoir cette passion pour la langue de mon pays, pour la langue de plein d'autres pays dans le monde. C'est un exercice francophone que nous menons. Et je voulais vous dire qu'à travers votre passion des livres, c'est l'avenir que vous construisez. Vous êtes jeune et l'avenir vous appartient. Merci à vous. Im Laufe dieser Zeremonie werden Sie ein bisschen mehr über die vier ausgewählten Bücher erfahren und wir fangen gleich an mit Après la vague von Oriane Charpentier. Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça va bien, Jade? Je suis vraiment désolée. C'était ma faute. Ce qui s'est passé, c'était ma faute. Excuse-moi, monsieur, vous allez bien? Vous avez l'air triste, alors je me suis demandé si vous avez besoin d'aide. Ça va? C'est gentil, oui, ça va, merci. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est quand tout s'écroule. On croit que c'est fini, mais ça finit jamais. Parfois, on voudrait, mais la vie... Et qu'est-ce que c'est la vie? C'est quelque chose que ça n'explique pas. Bonne journée. Bonne journée, merci. Tu connais encore Michael? Lui, il est comme Michael. Il a toujours dit des choses philosophiques, politiques, comme lui. Il m'a beaucoup aidé. Excusez-moi, je cherche la gare. Mon Dieu, c'est vraiment fatigant. Je suis trop vieille pour les voyages comme ça. Je vais au tribunal, mais c'est vraiment fatigant. Avec mes nonnes, on va accuser quelqu'un qui a fait des crimes terribles. Non, oh non, mon Dieu, j'ai oublié de fermer la porte de l'église. Excusez-moi. Merci là-bas. Ça, c'est un peu bizarre. Elle est comme la sœur Magdala. La sœur, elle, grâce à la sœur, j'ai retrouvé mon chemin. Vous faites quoi ici, monsieur? Vous parlez à qui? À personne? Oui, bonne journée à vous aussi. La vie comme une vague qui nous engloutit. Exzellenz, Monsieur Bonn, sehr geehrter Herr Dr. Schmidt, sehr geehrter Herr Kühner, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Interessierte, chers collègues des instituts de l'ambassade, chers auteurs, je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi en tant que représentant de la Maison Clette et je suis, comme vous, impatient de connaître la décision des lycéens. Je m'appelle Hendrik Funke et je suis directeur éditorial du département parascolaire des éditions Ernst Klett Sprachen à Stuttgart. C'est mon département qui, au sein des éditions Klett, s'occupe du segment lire dans une langue étrangère, notamment en français. Ich darf heute zum fünften Mal an einer Remise du Prix hier in Leipzig teilnehmen. Das ist mir immer noch eine große Ehre. Als Vertreter eines Bildungsverlags habe ich in der Vergangenheit neben feierlichen Worten immer auch ein paar Worte zur Bedeutung des literarischen Lesens für den Fremdsprachenunterricht gefunden und wie wunderbar der Prix de Lycéens Allemands sowohl klassische Grundzüge als auch aktuelle Tendenzen des modernen Fremdsprachenliteraturunterrichts in sich vereint. Lesen macht kompetent, so der Tenor meiner bisherigen Ansprachen. All das ist sicherlich weiterhin richtig und wichtig. Dieser in gewisser Hinsicht jedoch immer auf leistungs- und effizienzgeleitete Diskurs soll heute und in der Form kurz in den Hintergrund treten. Heute geht es mir um Mitgefühl, Empathie. Lesen lernt uns, auch bei Menschen mitzufühlen, die uns nicht nahestehen, die wir nicht kennen, die in der Literatur zumeist auch fiktiv sind, die aber für Lebenswirklichkeiten stehen, die andere Menschen Tag für Tag erleben dürfen
müssen oder nie leben werden. Gute Erzählerinnen und Erzähler schaffen das, dass wir uns mit ihnen, den Protagonisten, identifizieren. Nicht nur der Prix lebt davon. Ich finde, es gehört immer zu den schönsten Momenten bei den Emmys, wenn die Jurorinnen und Juroren in ihrer Schlussnotation immer auch auf die Glaubwürdigkeit der Protagonisten eingehen. Ich bin schon sehr gespannt, ob und falls ja, ihr das in diesem Jahr eingebaut habt. Die Fähigkeit mitzufühlen ist schwer messbar, aber sie ist sehr wichtig. Sie löst nicht alle Probleme, aber sie macht sensibel für verschiedene Situationen im privaten und gesellschaftlichen Leben und mahnt zur Besonnenheit. Beides benötigen wir gerade mehr denn je. Lest mehr Geschichten, auch in der Fremdsprache. Sie lernen uns das Leben. Geschichten und Geschichte stehen übrigens wie des Histoires und Histoire im Französischen semantisch nah beieinander. Je mehr wir von Ihnen bzw. ihr verstehen, umso angemessener werden wir handeln. Lesen fördert das Verständnis für die menschliche Existenz in all ihren Facetten, persönlich wie in der eigenen oder fremden oder auch unbekannten Kultur. Fördern wir es, das Lesen. Mit dem Prix de Lycéens leisten wir, denke ich, einen wichtigen Beitrag. Chers auteurs, je vous remercie beaucoup de votre engagement dans le domaine de la littérature jeunesse. Grâce à vous, l'accès au monde de la littérature reste ouvert pour nos jeunes. Pour nos lycéens allemands, vos œuvres ouvrent une fenêtre sur la littérature en langue française. Vielen Dank, Franzi, liebe Lehrerinnen und Lehrer. Wir alle wissen Ihren extra Einsatz sehr zu schätzen. Schön, dass Sie Ihr Fach lieben und Ihren Schülerinnen und Schülern solch spannende Projekte bieten. Merci aussi aux chers collègues des instituts français, notamment à Thibaut Tricouneau et à Nathalie Guignard et à Moussette et de l'ambassade. À vous tous, je vous remercie. Alors, c'est pas comme ça, Manel? Bon, moi, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut couper encore un petit peu plus petit? Mes cheveux poussent assez vite. Dis, c'est pas la première fois que je suis là à couper les cheveux chez toi, mais chez les autres coiffeurs, c'est un petit peu différent si on compare avec la salle d'attente. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des revues normales de sport ou de femmes? Pourquoi est-ce que tu as des livres comme L'alcool de Apollinaire avec des poèmes? Non, tu sais, les poèmes, ils jouent un vraiment grand rôle dans ma vie. L'homme d'Apollinaire, il a sauvé ma vie. Bref, il a bien tourné ma vie. Et un autre, mon ancien prof, elle m'a dit, apprenez un poème par cœur. Vraiment par cœur, parce que quand tout s'écroule, ce poème, il restera toujours. Ah, bonjour Louise, comment vas-tu? Oh, bonjour, très bien, et toi? Moi aussi, merci. Bon, j'ai entendu que tu as un nouveau boulot. Ah oui, maintenant, je suis télévendeuse dans une grande entreprise. Ah d'accord, et est-ce que ton nouveau boulot, est-ce qu'il te plaît? Ça dépend, en fait, des jours comme ci, comme ça. Ouais, j'étais télévendeuse aussi, un an avant, mais ouais, je n'aimais pas ce boulot, je n'aimais pas cette manière de travailler. Je pense que moi je dois être libre et je dois faire ce que je veux vraiment dans ma vie. Et toi, tu n'as pas des rêves pour ton avenir? En fait, je voulais toujours être bibliothécaire. J'adorais les livres et je les adore encore et j'aimerais bien travailler avec eux. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas réalisé tes rêves? Ben en fait, il faut que je reste avec ma famille et il faut que je gagne de l'argent pour eux. Et pour qu'eux, il faut qu'ils vivent aussi, il faut que je gagne de l'argent pour eux. Bon, je crois que dans la vie, il y a deux choses qui sont vraiment importantes. D'un côté, l'argent et de l'autre côté, le succès. En fait, je travaille dans une grande entreprise et j'ai un bon salaire et maintenant je peux réaliser tous mes rêves. Oh là là, non mais arrête, s'il te plaît. Tu veux pas me mêler, mais c'est dur d'entendre ça. Moi je trouve que c'est pas important d'avoir l'argent ou un boulot avec beaucoup de succès. Ce qui est important, c'est réaliser ses rêves.
d'avoir un boulot, que chaque matin, tu te lèves et tu as envie de travailler avec les gens, de faire ce qui te plaît, et pas l'argent et le succès. Pourquoi est-ce que tu fais pas ton CAP de bibliothécaire? Pourquoi tu ne réalises pas tes rêves? Französischlehrerinnen und Lehrer eng zusammen. Und es ist uns heute eine Freude, Herrn Dr. Bernd Schmidt, den Bundesvorsitzenden, zu begrüßen. Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Député, sehr geehrter Herr Kühner, chers amis de l'Institut français, sehr geehrte Frau Webster, ist heute nicht da, habe ich gerade gehört von Herrn Funke, sehr geehrter Herr Funke, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Autoren und liebe Schüler. Viele tausend Schüler und Lehrer haben sich seit dem Bestehen des Prix de Lycéens an diesem bundesweit organisierten Wettbewerb beteiligt. Und neben den DELF-Prüfungen ist der Prix de Lycéens somit eine der wichtigsten Säulen für eine Förderung oder für die Förderung der französischen Sprache in Deutschland. Wir, die Vereinigung der Französischlehrerinnen und Lehrer, freuen uns deshalb in jedem Jahr gerade auf diese Veranstaltung und hoffen, dass sie noch lange fortbesteht, so wie sie jetzt gefasst ist. Wer sind wir? Was ist die VDF und was sind ihre Ziele und Aktivitäten? Darauf will ich natürlich nur kurz eingehen. Die Vereinigung der Französischlehrerinnen und Lehrer organisiert bundesweit Fortbildungen für Französischlehrer. Wir geben eine Zeitschrift heraus, die viermal im Jahr erscheint mit dem Titel Französisch heute, die ganz wunderbar und brillant geleitet wird von Frau Ulrike Lange, die hier vorne sitzt und das schon seit vielen Jahren. Wir unterstützen Projekte wie den Prix de Lycéens und den Wettbewerb Jeune Prof. Und wir arbeiten natürlich zusammen mit einer ganzen Reihe von Partnern, unter anderem mit dem Weltverband der Französischlehrer, der Fédération Internationale des Professeurs de Français. Ihr, liebe Schüler, habt die Herausforderung angenommen, mit der euch eure Lehrer konfrontiert haben. Ihr habt vier Romane gelesen in französischer Sprache und seid an der Lektüre und am Schicksal der Protagonisten gewachsen. Jedem Einzelnen von euch ist nun die Ehre zuteil geworden, die Schüler seines Bundeslandes hier zu vertreten, auf der Buchmesse in Leipzig. Und ich bin jedes Jahr aufs Neue, der Botschafter hat es schon ebenfalls zum Ausdruck gebracht, profondément touché de ce qui se passe ici sur scène. Vous êtes formidable. Ganz sicher habt ihr gestern und heute schon eine Menge Bilder gemacht. Davon bin ich überzeugt. Bilder und Videos. Teilt bitte diese Bilder mit euren Freunden in den sozialen Netzwerken und lasst all eure Freunde teilhaben an euren Emotionen zu dieser Veranstaltung. Ich weiß, dass ich euch dazu nicht extra auffordern muss. Ihr macht es ohnehin. Aber auch für uns, liebe Kollegen und Kolleginnen, die wir weniger in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, gibt es eine Möglichkeit, den heutigen Tag und die heutige Veranstaltung nachhaltig zu erleben und sie mit Berufskollegen zu teilen. Und zwar erstens über die Internetseite der französischen Botschaft und den Twitter-Account der französischen Botschaft. Da kann man alle Bilder sehr schön nachverfolgen. Und auch über den Frankreich-Blog des Klett-Verlages, der von Herrn Dr. Heiner Wittmann, hier im Saal, der Mann an der Kamera, seit Jahren so wunderbar betrieben wird. Es ist nur ein Genuss, sich in diesem Blog zu informieren. Doch nur noch einmal kurz zurück zu euch, liebe Schüler. Nutzt auf jeden Fall den Schwung dieser Veranstaltung, um euch für die nächste DELF-Prüfung anzumelden. Das DELF-Zertifikat Niveau B2, falls ihr es nicht längst habt, solltet ihr nun auf jeden Fall anstreben, und zwar möglichst noch vor den Abi-Prüfungen, also spätestens in der Januarsession 2017. Das könnt ihr euch in eurer Kalender schon mal mit einschreiben. Bei euren Lehrern steht das ohnehin schon. Was nützen euch eure Französischkenntnisse? Sicher habt ihr schon oft gehört, Französisch sei ein Trumpf bei der beruflichen Entwicklung. Das ist absolut richtig.
Aber der Einstieg ins Berufsleben, der ist für euch ja noch in etwas in der Ferne. Der ist noch wenig fassbar. Welche Möglichkeiten eröffnen sich für euch unmittelbar nach dem Abitur und auch jetzt schon? 6 kann ich euch nennen. Das waren noch 5, es kommt noch eins dazu. Hier in Europa und anderswo bieten sich genügend interessante Möglichkeiten. Da wäre zunächst ein Studium an der Deutsch-Französischen Hochschule. Da habt ihr ganz viele Studienmöglichkeiten, da findet ihr garantiert etwas, was zu euch passt. Ihr könnt darüber hinaus zweitens ein freiwilliges soziales Jahr in Frankreich machen. Oder in Belgien, oder in der Schweiz, oder in Kanada. Darüber hinaus könnt ihr drittens Sprachassistenten in Frankreich werden und Frankreich noch besser kennenlernen, und zwar in einem kleinen Mercedes der A-Klasse. Ihr könnt Juniorbotschafter viertens werden des deutsch-französischen Jugendwerkes. Davon habt ihr sicherlich schon gehört, der eine oder andere träumt vielleicht sogar schon davon. Und ihr könnt Mitglied im deutsch-französischen Jugendausschuss werden. Das ist sehr interessant, der besteht noch nicht so sehr lange. Und schließlich könnt ihr euch bewerben für das deutsch-französische Jugendparlament. 6 tolle Möglichkeiten, eure Lehrer kennen die alle und sind euch behilflich, den Weg dorthin zu finden, wenn ihr ihn denn möchtet. Unabhängig davon, wofür ihr euch entscheidet, wird euer Wissen über die französische Sprache und Kultur euch ein wertvoller Begleiter sein. Sollten euch alle diese Möglichkeiten, diese 6 Schönen, die ich jetzt genannt habe, nicht zusagen, im Lebensjahr, nicht ansprechen, seid ihr uns natürlich auch als Lehramtsstudenten. Als Lehramtsstudenten für einen der schönsten Berufe der Welt, nämlich Französischlehrerin und Französischlehrer. Herzlich willkommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ici, ce jour, mon Gaspard, mon petit-fils, unique, précieux, aimé, ce cahier est pour toi, autant que pour moi. Pour moi d'abord, peut-être, car j'espère y laisser des traces, y semer des indices qui m'aideront à répondre au comment, au pourquoi, qui m'harcèlent à certains moments. Et imaginez que je m'adresse à toi, me paraît le moyen le moins bon. C'est un peu l'espérance. Bonjour madame, tout va bien? Oui, ça va, mais dites-moi, il reviendra quand mon petit-fils, Gaspard? Mais il était là le dernier week-end, vous ne vous en souvenez pas? Ah oui, ah maintenant j'ai un rendez-vous dans le parc, je dois vous laisser. Bonjour Maurice, t'as bien dormi? Ah, salut Nouchka, oui, ça va, merci. Mais dis-moi, tu n'as pas de contact avec toute personne? En fait, ça dépend. Dépend de quoi? Je vais te laisser. Mais pourquoi? Je dois me veiller sur quelqu'un. Mais tu existes vraiment? Je ne sais pas, dis-moi. Soit le pavillon de chasse est habité, soit le pavillon de chasse est vide. Alors, mes conclusions. Je ne sais rien. Je ne peux être sûre de rien. Je suis atteinte d'une maladie d'Alzheimer. Die Organisation des Preises in den einzelnen Bundesländern beruht natürlich auf der Kooperation mit den jeweiligen Bildungsministerien. Stellvertretend für das sächsische Staatsministerium für Kultus möchte ich Herrn Wilfried Kühner auf die Bühne bitten. Exzellenz, sehr geehrter Botschafter,
Sehr geehrte Ehrengäste, ich hoffe, Sie sehen es mir nach, wenn ich nicht alle, die schon namentlich begrüßt worden bin, noch einmal namentlich nenne, seien Sie alle herzlich umfasst mit dieser allgemeinen Begrüßungsformel. Sehr geehrte Gäste, Mesdames, Messieurs, und eine Gruppe möchte ich doch noch gesondert aufrufen, dass Sie die Schülerinnen und Schüler, die hier in der Jury sitzen, aber auch die, die im Auditorium sitzen. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind. Zunächst darf ich Sie ganz herzlich grüßen von meiner Chefin, der Kultusministerin des Freistaates Sachsen, Frau Staatsministerin Kurt. Sie hat mich gebeten, Sie nicht nur herzlich willkommen zu heißen in Ihrem Namen, sondern Ihnen auch zu vermitteln, dass es hier ausgesprochen wichtig ist, dass jemand vom Kultusministerium heute hier ist und Ihnen sagt, wie wichtig und wie wertvoll dieser Preis nicht nur für die Schule, sondern auch für die Arbeit darüber hinaus ist. Die Ministerin selbst ist heute durch einen Termin, den sie als Schirmherrin für die Kultusministerkonferenz übernommen hat, an anderer Stelle unterwegs und bittet mich, Sie herzlich zu entschuldigen. Ich persönlich habe diesen Termin, ich gestehe das, nicht ungern übernommen. Und wenn Sie mir diese persönliche Bemerkung erlauben, führt sie mich ein wenig zurück in meine eigene Schulzeit. Denn Prédélicien gab es damals noch nicht, leider. Aber ich erinnere mich, dass ich mit 13 oder 14 Jahren zum ersten Mal die Gelegenheit hatte, damals als Schüler eines Gymnasiums in Baden-Württemberg an einem Schüleraustausch mit der Normandie teilzunehmen. Und seither bin ich der französischen Kultur, ihrer Geschichte, ihrer Sprache verbunden und verbunden geblieben. Und euch, lieben Schülern, euch, liebe Schülerinnen und Schülern, kann ich nur eines empfehlen. Ich hoffe, dass es euch auch so geht. Und empfehlen möchte ich euch, bleibt an der Sprache mehr dran als ich. Denn die ist über die vielen Jahre mangels regelmäßiger praktischer Tätigkeit doch sehr eingerostet. Und dass ihr da näher dranbleiben könnt, dafür gibt es eine gute Möglichkeit. Prédélicien ist eine davon, der Anlass, der uns heute zusammengeführt hat. Und es ist eine Initiative, die zwar noch nicht über zig Jahre Tradition verfügt, aber doch über 12 Jahre. Und bei der wir sehen können, dass über die Jahre hinweg das Interesse der Schulen, der Schülerinnen und Schüler, der Lehrer zugenommen hat. Auch im Freistaat Sachsen wissen wir das und können wir das wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Es ist aber immer ein Aufwand, auch Schulen mit dem Thema zu vertraut zu machen und die Schüler und die Lehrer zu ermutigen, sich hier zu engagieren. Deshalb bin ich für die wohlwollenden Worte von Herrn Dr. Schmidt sehr dankbar. Und kann Ihnen allen also nur mitgeben, tragt ihr diese Erfahrung mit in Ihre Schulen und werben Sie weiter dafür. Es geht nicht nur um die Vermittlung sprachlicher Fähigkeiten. Es geht auch darum, sich auseinanderzusetzen, eine Aussage zu finden in einem Werk, zu einem Konsens zu kommen, eine Meinung zu vertreten, eine Meinung auch durchzusetzen, eine Meinung zu diskutieren, aber auch andere Meinungen zuzulassen. Das alles sind wichtige Fähigkeiten, an denen es heute vielleicht mehr denn je mangelt, wenn wir auf die zentralen Diskussionen schauen, die in unserem Land stattfinden und auch die in Europa stattfinden. Sprache insofern als Element der Verständigung, nicht nur zwischen Schülern, sondern zwischen Völkern und als eine Möglichkeit, Austausch zu pflegen und Verständnis zu wecken. Es ist jetzt an dieser Stelle sehr schwer, etwas zu sagen, was nicht schon mindestens einmal von den Vorrednern gesagt worden ist. Eines möchte ich dennoch tun. Danken kann man, wenn ich meiner Großmutter glauben darf, nie genug. Deshalb möchte ich doch den Dank an alle richten, die hier maßgeblich an dieser Initiative beteiligt sind. Zuallererst natürlich die französische Botschaft, aber auch das Institut Français, die dieses Projekt jahrelang begleiten und unsere Schulen so stark dabei bei diesem Engagement unterstützen. Danke an den Klett Verlag, danke an die Messe Leipzig, danke vor allem aber auch an die teilnehmenden Schulen. Und ich richte mich wiederholt auch an die Lehrerinnen und Lehrer, wohl wissend, dass das, was der Alltag ihnen abverlangt und auch den Schülerinnen und Schülern abverlangt, dass das nicht wenig ist und dass für jede Initiative darüber hinaus oftmals die Zeit fehlt. Aber sie bringen sie trotzdem auf und sie bringen die Energie auf, und das ist aller Ehren wert. Einer meiner Deutschlehrer hat auf die Frage, was denn eine gute Literatur wäre, gesagt, naja, gute Literatur ist ein Buch, das uns
anrührt und das uns darüber hinaus bewegt, etwas in unserem Leben zum Besseren zu wenden. Und ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, ihr habt euch auf diesen Weg eingelassen. Ihr habt die Geschichten verfolgt, ihr habt euch in die Gedanken der Autorinnen hineinversetzt und sind in die Welten eingetaucht, die die Autorinnen und Autoren für euch gezeichnet haben. Es waren 4 Bücher mit aktuellem gesellschaftlichen Bezug, mit Naturgewalten und dass Menschen ihnen ausgeliefert sind, mit Verlust, mit Flucht und Neubeginn, mit Tod, mit neuen Arbeits- und Lebenswelten. Danke für diese Ideen, die die Autorinnen unseren Jugendlichen mit auf den Weg geben. Die Preisverleihung heute ist eine Möglichkeit der Begegnung, wie der Fridelisier überhaupt. Ich wünsche uns allen, dass wir diese Begegnung hier und heute fortsetzen können. Und ich möchte auch eine Lanze für die Stadt Leipzig brechen. Wenn Sie hier sind, nutzen Sie nicht nur die Gelegenheit, in der Messe das eine oder andere sich anzusehen, sondern nutzen Sie auch die Gelegenheit, diese schöne Stadt kennenzulernen. Ich möchte einen kleinen Ausblick wagen auf das nächste Jahr und wünsche den Fridelisier eine weiterhin gute Zukunft. Ich hoffe, dass wir weiterhin es schaffen können, die Schüler zu ermuntern, sich mit Literatur auseinanderzusetzen und auch mit der französischen Sprache und Kultur auseinanderzusetzen. Ganz im Sinne eines Autors, den ich jetzt abschließend zitieren möchte, der sowohl Deutschland als auch Frankreich verbunden war, Heinrich Heine, der einmal geschrieben hat, ich zitiere, von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die gewaltigste. Für welche der Welten, die euch die Autoren präsentiert haben, ihr euch entschieden habt, darauf bin ich sehr gespannt. Deshalb schließe ich dieses Grußwort. Merci, vielen Dank. Chers téléspectateurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, savez-vous qu'aujourd'hui, plus de 300 000 enfants sont recrutés pour être enfants soldats dans le monde, qui combattent en ce moment même, qui ont perdu leurs proches. Des très jeunes enfants à partir de 7 ans, auxquels on promet un avenir de héros, mais qui sont utilisés, exploités, comme espions, combattants, esclaves sexuels, qui sont maltraités, drogués, torturés. Aucun enfant ne devient soldat de son plein gré. Ils sont enlevés à leur famille, séparés de leur milieu. La misère les contraint à rejoindre le combat armé. On leur arrache leur vie. Mais aujourd'hui, nous avons un invité très spécial qui a survécu à cet enfer et qui s'est réapproprié sa vie. Merci d'accueillir avec moi Apollinaire. Bonjour monsieur, comment êtes-vous devenu enfant solaire? Ah, il faut savoir que j'étais encore un petit gamin de 11 ans. Mon meilleur pote, Bamba et moi, nous étions très passionnés pour les films d'action, c'est-à-dire les films de guerre. Et on commençait à bricoler des armes et on jouait à la guerre. Si seulement on avait su à quel point ce jeu est sérieux. Un jour, on s'est échappé dans la forêt et c'est là où on l'a rencontré. Ce jeune soldat qui paraissait si courageux et si brave. On l'admirait tellement. Ce héros nommé Caporal. Puis, il nous a pris avec lui et on n'a plus jamais revu nos familles. Il nous a tout de suite drogués et salutés. C'est ça. Puis, on s'est lancé dans le combat et on a commencé un carnage. Moi, j'étais si fière, beaucoup plus que Bamba. On continuait à sauver notre pays jusqu'au jour de la mort de Bamba. C'était le caporal qui l'a assassiné et c'était ça ce qui m'a ouvert les yeux. Mais comment avez-vous réussi à quitter votre pays et à venir en France? Le matin, après l'assassinat, je me suis levée très tôt pour fuir. J'ai couru pendant plusieurs heures, jusqu'au crépuscule et encore plus loin. Peu à peu, je perdais ma conscience et j'ai dû m'évanouir car quand je me suis réveillée, j'étais dans une case avec un prêtre qui m'a donné la possibilité d'aller en France. Là, j'ai été placée dans un établissement pour des mineurs isolés. Beaucoup de gens ont essayé de m'aider, mais au début, je n'ai pas réussi à me réhabiliter. Le jour où j'ai eu 18 ans, j'ai dû quitter le pavillon.
et je suis allée dans la montagne pour commencer. Bon, en fait, j'ai 35 ans maintenant. Quand même, il ne passe pas un seul jour où je ne pense pas à tous les gens innocents que j'ai tués. Je regrette mes actes et je me déteste pour mon passé. Mais je continue ma vie parce que je n'ai qu'une. J'ai réussi à accepter mon passé. Mais il faut savoir qu'il y a 20 ans que j'étais vraiment hantée par mon passé. D'abord, j'étais tout seule avec tous mes reproches et remords. Mais à l'aide de tous les gens autour de moi, qui étaient très bienveillants, j'ai retrouvé le bon chemin. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, la première. Et j'arrive dans la classe. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur. On commence par les devoirs. Donc, vous allez passer le test de grammaire. Mais... Oh, non. Et si on révisait le subjonctif? Non. En quatre minutes, vous avez encore une chance. J'ai 4 points. Et vous allez lire au moins un. Et ce cahier, toi, et celui, toi. Et voilà. Un moment, c'est comme une arme dans la tête. Mais après la vague d'émotions, les survivants se retrouvent à Leipzig et sont bien contents d'avoir fait cette expérience. Merci aux élèves d'avoir participé à ce défi. Chapeau à tous les participants qui ne peuvent pas être présents aujourd'hui, mais surtout à Rosalie, Julie, Tekla, Teresa, Lehrer, Mann. Ich glaube, es ist soweit. Der Moment ist gekommen, auf den wir alle warten. Die 16 Jurymitglieder haben das Wort. Nous avons choisi ce livre parce qu'il nous a plu. Parce que la couverture est explicite. Parce que les mots sont percutants. Parce que l'action n'est pas monotone. Parce que les personnages sont complexes. Parce qu'il y a du suspense. Parce que nous aimons les fins heureuses. Parce qu'il nous parle d'identité. Parce qu'il nous parle d'obsession. Parce qu'il nous parle d'amitié. Parce qu'il nous fait comprendre qu'on peut vivre avec un traumatisme. Parce que c'est un hymne à la vie. Parce qu'il nous parle d'un serpent mort. Parce que la poésie est une arme. Parce qu'elle se passe dans la tête. Parce que c'est une arme dans la tête.